Gut, recht herzlich willkommen. Ich freue mich wieder zum zweiten Mal auf der UBUCON zu sein. Mein Name ist Thomas Rose. Ich bin Business Coach. Ich setze mich auseinander mit Leuten, die gerne Ziele verwirklichen wollen, die was erreichen wollen und ab und zu sich überlegen, so, wie ist denn der nächste Schritt? Wie funktioniert denn das überhaupt? Wie kann ich das, was ich mir vorstelle, umsetzen, in die Tat umsetzen? Und ich war letztes Jahr schon hier, nee, das war nicht hier, das war in Leipzig auf der UBUCON 2011. Hat mir sehr gut gefallen, der Community-Gedanke. Ich erkenne auch ein paar Gesichter wieder von Leuten, die damals dabei waren. Hat meinen Bekanntenkreis sehr schön erweitert. Damals haben wir über Kommunikation geredet und über den Umgang mit Kritik. Heute geht es darum, die Welt zu verändern. Den Titel, den habt ihr ja gesehen, haben Sie gesehen. Ich glaube, wir sind hier alle per Du, ne? Die Community ist per Du. Ich versuche mich dran zu halten, dass ich nicht vergesse. Ihr habt den Titel gelesen, es geht darum, die Welt zu verändern. Und der Saal ist voll. Ich gehe also davon aus, dass ihr alle die Welt verändern wollt. Morgen geht's los. Super. Warum auf morgen warten? Aber was wollt ihr denn verändern? Was gibt's denn, was ihr verändern wollt? Mal so ein paar Beispiele. Wo liegt's denn im Argen? Also Bug Number One habe ich gerade gelernt. Da müssen wir alle ran. Ganz großes Ding, ja. Aber was gibt's noch? Was gibt's zu verbessern? Hunger in der dritten Welt, okay. Den Frieden, genau. Grundeinkommen für alle. Freies Wissen. Weg mit den Monopolen. Also, es gibt nachhaltiges Wachstum. Es gibt sehr viele interessante Themen, sehr viele Dinge, auch einen sehr bunten Strauch von Themen, die uns alle interessieren, an denen wir etwas ändern wollen. Aber wo fängt man an? Und da komme ich zu dem Untertitel meines Vortrags. Übrigens, es wird kein reiner Vortrag sein. Es wird schon eine interaktive Komponente geben. Es wird Arbeit für euch geben. Wenn ihr mitmachen wollt, dann nehmt euch schon mal jetzt Papier und Bleistift raus. Ihr könnt etwas lernen über euch selber. Ihr könnt euch auseinandersetzen mit Ideen, mit euren Zielen, mit euren Werten, so dass es keine reine Frontalveranstaltung wird. Während ihr jetzt in euren Rucksäcken kramt und in euren Aktentaschen und was zu schreiben rausholt, noch ein Hinweis. Wer mehr darüber wissen möchte, was ich mache, der kann sich einen Flyer nehmen. Da vorne liegen auch noch welche. Ihr könnt euch auch da gerne auf meinen Newsletter eintragen. Wenn euch das gefällt, was wir hier heute machen, auf dem Newsletter gibt es mehr. Ich verspreche euch, ich werde den Newsletter selbstverständlich niemals dazu missbrauchen, die Adressen weiterzugeben und zweitens niemals etwas zu verkaufen. So. Kommen wir zur Sache. In der Westminster Abbey in London, so sagt man, ich habe es selber noch nicht gesehen, gibt es einen Sarkophag. Und in diesem Sarkophag liegt ein Bischof. Und auf dem Sarkophag, auf diesem steinernen Sarkophag, sind die letzten Worte dieses Bischofs eingraviert, eingemeißelt. Und da steht, als junger Mann hatte ich große Ambitionen und ich wollte die Welt ändern. Und habe dann gemerkt, dass mein Arm einfach zu kurz ist, dass ich gar nicht die Welt ändern kann. Und als ich älter geworden bin, im jugendlichen Alter, habe ich mir gedacht, okay, ich ändere nicht die Welt, ich ändere mein Land. Später, als ich älter geworden bin, weiser geworden bin, habe ich gemerkt, dass ich mein Land nicht ändern kann. Also habe ich meine Ziele wieder reduziert und habe gesagt, ich ändere meine Familie. Und jetzt liegt er auf dem Totenbett und jetzt erkennt er, hätte ich nur bei mir selber angefangen. Hätte ich nur mich selbst zuallererst geändert. Vielleicht wäre es mir gelungen, durch ein gutes Beispiel auf meine Familie einzuwirken. Und meine Familie hätte ein gutes Beispiel für das Land sein können. Und wer weiß, vielleicht wäre mein Land am Ende ein gutes Beispiel gewesen für die ganze Welt. Und so, denkt sich der Bischof, fängt man an, die Welt zu verändern, indem man eben bei sich selber anfängt. Ich möchte mit euch eine erste kleine Übung machen, eine ganz kleine Aufgabe. Jeder von uns kommt aus einer bestimmten Organisation. Kurze Frage, wer ist angestellt? Ganz kurz, okay, das ist ein Drittel ungefähr, ihr könnt euch nicht sehen, das ist ungefähr ein Drittel. Wer ist selbstständig oder freiberuflich? Das ist ein Fünftel, ein Viertel. Wer ist an der Uni? An der Uni, gibt es irgendeine Organisation, die ich komplett vergessen habe jetzt? Bitte? In der Schule, okay, Schule, Uni. Das heißt, wir alle sind irgendwie in irgendwelche Organisationen eingebunden. Und ich möchte jetzt, dass ihr einen Zettel nehmt und auf dem Zettel auf einer Skala von 0 bis 10 ein Rating
für eure Organisation gibt. Für die Schule, für die Uni, für die Firma, für eure Kunden, wenn ihr selbstständig seid, also oder in dem Projekt, wo ihr gerade arbeitet. Und zwar auf das Kriterium Umgangston. Wie ist der Umgangston in der Organisation, in der ihr euch bewegt? Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist katastrophal. 10 bedeutet, wir können über alles reden und wir mögen uns danach immer noch. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie ist das Rating in Bezug auf Umgangston in eurer Organisation? Firma, Schule, Kundenkreis, Projekt, Team, Abteilung, Division? Also 0 ist schlecht. 0 ist ganz mies. 0, minen. Okay, auch, geht auch. Ich hab's verstanden. Okay, eine Zahl zwischen 0 und 10. Zweite Aufgabe, zweiter Teil, das Blatt umzudrehen oder in der zweiten Zeile ein Rating für euch selber zu machen. Wie ist denn euer Wert von 0 bis 10 in dieser Organisation? Von 0 bis 10, wie ist denn euer Wert? Bin ich mit meinem Umgangston besser als die Firma, als die Organisation? Oder kann ich von meiner Organisation was lernen? So in der Art. Ne? Also das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Das kriegt ihr nicht auf den Sarkophag, wenn ihr in ein paar Jahren das irdische Leben verlasst. Das kann man immer wieder ändern. So, diese Übung mache ich sehr oft und mit sehr vielen verschiedenen Leuten im Auditorium. Man kann da ein ganz einfaches Koordinatensystem aufschreiben und in der Regel ist der Umgangston, der Rating für den Umgangston in der eigenen Firma, in der eigenen Organisation so ungefähr im Mittelfeld. Unteres Mittelfeld, Mittelfeld, oberes Mittelfeld. Aber selten gibt es eine, die ganz katastrophal ist und selten gibt es eine, die ganz hervorragend funktioniert im Umgangston. Viel erstaunlicher ist, wenn man dann das Blatt umdreht und die Auswertung von der zweiten Zahl macht. Denn da sind alle besser. Alle sind besser als der Rest. Da stimmt was nicht. Da kann was nicht stimmen. Und das ist empirisch erwiesen. Ja? Das sind Daten, die ich selber erhoben habe. Okay. Das ist so wie übrigens immer so. Wir reden hier, alle Themen, die wir haben, alle Aussagen, die treffen vielleicht 80%, 80-90%. Es gibt immer Platz am Rande der Glockenkurve, wo Leute anders denken, anders funktionieren. Ne? Aber wenn wir uns die große, breite Masse angucken, wenn wir so eine 1-zu-N-Veranstaltung haben, dann müssen wir auch wagen, ein bisschen fransig an den Rändern zu sein. Und es spielt überhaupt keine Rolle, welches Kriterium man abfragt. Ob das der Umgangston ist, ob das der Umgang mit Kritik ist. Ich kann selber viel besser Kritik vertragen als alle anderen. Ich gebe auch viel besser positives Feedback als alle anderen. Oder eben die Verantwortung. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für Projekte, für Termine oder eben auch für das Wohlsein anderer Leute. Gut, das bedeutet, 99% aller Befragten sind besser als der Durchschnitt. Haut nicht hin. Haut nicht hin. Es ist was im Argen. Statistik ist sehr schwer, genau. Wir müssen mal genau hingucken, woran liegt es denn? Es gibt sowas wie eine Selbstwahrnehmung. Wie sieht die eigene Selbstwahrnehmung aus? Also wir hatten gerade das Beispiel, wenn es darum geht, Umgangston, Kritik, so wir gucken uns selber an, wir betrachten uns und wir wissen, meistens sind wir besser als der Rest. Es gibt aber auch sowas wie eine Fremdwahrnehmung. Das bedeutet, wie sehe ich denn den Rest der Welt? Und wie ist denn mein Bild, was ich von dir zum Beispiel habe, wie stimmt denn das überein mit deiner Selbstwahrnehmung? Und auch umgekehrt, ihr macht euch ein Bild von mir und das muss nicht zwangsläufig in Deckung sein mit dem, was ich von mir selbst denke. Aber offensichtlich, wie wir gerade an dem Beispiel gesehen haben und vielleicht habt ihr es auch gerade auf eurem eigenen Papier gemerkt, es gibt ein Delta, es gibt ein großes Delta zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Die Frage ist also, wie genau kennst du dich? Wie genau kennst du dich? Wir alle betrachten die Welt durch eine Brille. Wenn man einen Brillenträger fragt, beschreib mal deine Brille, ohne sie abzunehmen, dann haben die meisten Brillenträger ein echtes Problem. Die sind so verwachsen mit ihrer Brille, dass sie sie nicht beschreiben können, ohne sie abzunehmen. Und wir schauen eben alle durch unsere persönlichen Brillen und wir nehmen diese Filter gar nicht mehr wahr und denken, so wie wir sehen, ist es richtig. Aber ihr könnt das Experiment mal machen, die Brillenträger unter euch, tauscht mal die Brillen untereinander, das ist in der Regel eine große Katastrophe. Und da kann man sich noch so viel Mühe geben und sagen, meine Brille ist aber besser als deine, funktioniert gar nicht. Deshalb die Frage an euch, habt ihr Lust, mal ein bisschen genauer hinzuschauen? Ich habe euch 10 Fragen mitgebracht, die wir in sehr hohem Tempo abarbeiten werden. Wir haben nicht viel Zeit, deshalb wird das echt ein hohes Tempo werden. 10 Fragen habe ich euch mitgebracht, wo ihr selber für euch mal eine Beschau machen könnt und mal feststellen könnt, so wie genau kennt ihr euch eigentlich? Und ich glaube, wie der Bischof auch geglaubt hat, das ist der Anfang aller Weltveränderung.
bei sich selber anfangen, aber erst zu verstehen, wie tick ich denn überhaupt? Wie funktioniere ich und was ist mir wichtig und was ist mir bedeutend? Also, wie gehen wir vor? Wir werden die sogenannte Quick List Method anwenden. Das bedeutet, das Tempo ist hoch, der Druck ist hoch. Ihr habt 30 bis 90 Sekunden Zeit, die Fragen, die ich euch stelle, zu beantworten. Das heißt, ihr müsst wirklich schnell schreiben. Schnell denken, schnell schreiben. Und es ist vollkommen okay, wenn ihr nicht so sehr in die Tiefe geht. Warum? Warum funktioniert das? Wenn die Antwort klar ist auf die Fragen, die ich euch stellen werde, dann sind 30 bis 90 Sekunden alle Male genug Zeit. Wenn ihr genau wisst, wie eure Ziele aussehen, wenn ihr wisst, was eure Werte sind, wenn ihr wisst, was euch wichtig ist und wo ihr euch hinbewegen wollt, wenn ihr wisst, was ihr an dieser Welt ändern wollt und bei euch selber anfangen, dann sind die ungefähr eine Minute dicke genug, um das schnell aufzuschreiben. Wenn nicht, und wenn ihr zum Beispiel, wenn ich euch frage, schreibt 10 dieser Sachen auf und ihr kriegt nur 3, 4, 5 aufs Papier, dann sind diese 3, 4, 5 Sachen 80% der Bedeutung, die wirklich für euch wichtig sind. Das heißt, wir müssen nicht, ihr kennt das Pareto-Prinzip, wir müssen nicht weitere 80% an Zeit aufwenden, um die 20% Tiefe zu ergründen, sondern das, was euch sofort einfällt, ist oft genau das, wo der größte Aufwand ist an der Arbeit, die zu leisten ist. Also, kurz nochmal, warum sind Ziele wichtig? Wir reden über Ziele, wir reden über Werte. Warum sind Ziele wichtig? Wenn wir keine Ziele haben, dann bewegen wir uns genau wie diese Person in einem dunklen Raum. Der weiß überhaupt nicht, wo er hingehen soll. Der weiß überhaupt nicht, wie er das, was er erreichen will, in diesem Raum finden soll. Der kann sich nur ganz vorsichtig bewegen. Und wenn er noch nicht mal weiß, wohin, dann muss er ein bisschen nach links, dann muss er ein bisschen nach rechts. Und dann kommt er abends nach Hause, hat überhaupt nichts erreicht und ist total erschöpft. Deshalb sind Ziele wichtig. Ziele geben uns Richtung, dass wir wissen, in welche Richtung wir uns bewegen. Vor allen Dingen in einer Welt, die sich schneller dreht und schneller ändert als jemals zuvor. Jeder hier im Raum trifft innerhalb eines Jahres mehr lebensbewegende Entscheidungen als unsere Großeltern in ihrem ganzen Leben. Ja, wir wissen mehr, wir haben mehr Informationen. Technologie rast enorm. Technologie beschleunigt sich selber. Kleines Beispiel, SMS. Die erste SMS ist jetzt 10 Jahre her. Ist ungefähr 10 Jahre, die erste SMS. 160 erbärmliche Zeichen. Heute kriegt man in jeder Dropbox oder bei jedem Amazon Drive kriegt man 5 GB geschenkt. Kriegt man gratis. Eine SMS hat damals, glaube ich, 30 Cent, umgerechnet 30 Cent gekostet. Wenn man 5 GB SMS schreibt, dann ist das so, als ob Jesus 40 SMS am Tag geschrieben hätte seit seiner Geburt bis heute. Und bei dem Preis von 30 Cent bedeutet das 10 Millionen Euro. Das heißt, wir kriegen heute an jeder Ecke im Internet einen Wert geschenkt, der vor 10 Jahren noch 10 Millionen Euro wert war. Das kriegen wir heute so. Und wenn du 2 E-Mail-Adressen hast, kriegst du sogar 10 Gigabyte. Kleiner Trick. Jeden Tag entscheiden wir uns, wenn wir aus der Türe rausgehen, gehe ich links oder rechts. Leute sitzen im Büro. Ich habe Kunden, die kommen zu mir, die sitzen im Büro und sagen, die finden das total doof da. Ja, ich finde das überhaupt nicht schön, was sie da machen müssen. Sind gelangweilt, sind Burnout-Kandidaten kurz davor. Dann frage ich die, wie lange machst du denn das schon? 20 Jahre. Wer ist doof? Wer geht denn morgens immer dahin? Ja, kommt morgens ein LKW vorbei, zieht dir einen Sack über den Kopf, fesselt dich und bringt dich ins Büro? Nee. Du gehst jeden Tag, triffst du genau diese Entscheidung, nicht du persönlich, also derjenige, trifft die Entscheidung und geht dahin. Und kommt zu mir, wenn ihm das Hemd aus der Hose hängt. Hä? Wir treffen alle diese Entscheidung. Meine Eltern, meine Großeltern, die haben alle eine goldene Uhr bekommen. Die haben 50 Jahre im selben Betrieb gearbeitet. Das wird von uns keiner kriegen. Wir müssen uns unsere goldenen Uhren alle selber kaufen. Also selbst wenn es nicht so dramatische Entscheidungen sind, wir treffen schwerwiegende Entscheidungen und mehr als jemals zuvor. Okay, deshalb sind Ziele und Werte so wichtig für uns, einfach um selbstbestimmt durch dieses Leben gehen zu können und nicht so vom Wind geblasen wie ein Blatt jetzt im Herbst, das einmal dahin und einmal da ist. Ziele sind gleichsam Leuchttürme. Der Leuchtturm sagt uns, wo geht's hin? Und der zweite Begriff, den wir heute erarbeiten und genauer hingucken werden, das sind Werte. Und Werte sind wie die Leitplanken auf dem Weg zu unseren Zielen. Hier kann man sehen, wenn das unser Ziel wäre und das sind unsere Leitplanken, unsere Werte, hier könnte man vielleicht eine Abkürzung nehmen. Was hieße in diesem übertragenen Bild? Angenommen, einer meiner Werte ist Ehrlichkeit. Und der Wert Ehrlichkeit führt mich wie eine Leitplanke auf meinem Weg. Jetzt sehe ich da aber, gibt es eine Abkürzung. Und vielleicht kann ich diese Abkürzung nehmen, wenn ich ein kleines bisschen flunkere. Und dann überlege ich mir,
wie stabil sind denn meine Leitplanken? Wie stabil ist denn mein Wert? Ist Ehrlichkeit wirklich ein Wert, der mir so viel bedeutet? Oder ist mir vielleicht Erfolg und Geld und eine gute Karriere und ein Job doch wichtiger? Und die Leute, die das wissen, die ihre Werte in der richtigen Reihenfolge haben, haben einen riesengroßen Vorteil. Wenn die kristallklar darüber sind, die müssen nie wieder verhandeln. Vor allen Dingen nicht mit sich selber. Die müssen nie wieder mit sich selber verhandeln und sich überlegen, wie funktioniere ich, was mache ich denn jetzt in dieser oder jenen Situation. Die wissen ganz genau, was sie machen müssen. Weil die müssen nur ihre Werte nehmen und haben dann ganz stabile Leitplanken und wissen ganz genau, auf welchem Weg sie zu ihrem Ziel kommen. Okay? Damit kommen wir zur ersten Frage. Und jetzt wird das Tempo wirklich hoch. Wir haben noch 30 Minuten, wir haben 10 Fragen. Das heißt, wir haben ungefähr 2 bis 3 Minuten pro Frage. Die erste Frage, die ich von euch beantwortet haben möchte, ist, benenne deine 5 wichtigsten Werte. Was ist dir wirklich wichtig? Was sind deine Werte? Ist es Liebe? Ist es Freundschaft? Ist es der Weltfrieden? Ist es der Hunger, dass der Hunger nachlässt? Worum geht es dabei? Ihr habt 90 Sekunden Zeit. Ein kleiner Jingle zwischendurch. Zu meinem eigenen Vergnügen. Karriere. Ich wünschte, ich hätte Boxen jetzt. Keiner einen Subwoofer dabei? Ihr müsst das keinem zeigen, was ihr aufschreibt. Und das ist auch nicht für die Ewigkeit. Es gibt keine falschen Antworten. Noch circa 20 Sekunden. Okay. Ihr merkt, wenn man so ein bisschen Druck hat und nur 1,5 Minuten Zeit hat, wird es schwer. Wird es schwer, wirklich 5 Werte zu benennen, für die man nachts aufstehen und kämpfen würde. Wir gucken uns mal ein paar Beispiele an. Vielleicht hat einer oder der andere von euch aufgeschrieben Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist mir ein hoher Wert. Ehrlichkeit bedeutet, ich möchte mir morgens oder zu jeder Zeit im Spiegel selber ins Gesicht gucken können und möchte mich nicht schämen. Zweiter Wert könnte Erfolg sein. Wo man sich auch fragen muss, was bedeutet denn Erfolg eigentlich für dich? Andere Werte sind Familie. Ganz interessante Reihenfolge. Wie kriegt man das denn unter einen Hut? Erfolg und Familie. Ja, wenn abends um 5 Uhr noch ein Kunde anruft, aber zu Hause der Sohn wacht und gerne Lego spielen möchte. Was ist denn da am wichtigsten und wie verhält man sich da? Geld, ist Geld ein Wert? Ist Geld ein Wert? Spielt der eine Rolle? Gibt der mir Freiheit? Kann ich Gutes tun mit Geld? Kann ich um die Welt reisen? Und Mut, was ist mit Mut? Es gibt Leute, für die ist Mut ein hoher Wert, ein wichtiger Wert. Die wollen aufrecht mit beiden Beinen da stehen und sagen, nein, so nicht. Dafür brauchen die Mut. Wenn ihr mit der Priorisierung eurer Werte Schwierigkeiten habt, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die auf den Prüfstand zu stellen. Dreht die einfach um, negiert die und überlegt, wie ihr dann handelt. Beispiel. Angenommen, mir ist Geld wichtiger als Mut. Bleib mal bei diesem Beispiel. Geld ist mir wichtiger als Mut. Das bedeutet, ich wäre lieber, jetzt kommt die Negation, ich wäre lieber feige als arm. Ich wäre lieber feige als arm. Bedeutet, dass ich würde eher weglaufen, keinen Mut haben. Oder hier, Erfolg und Familie. Ich würde lieber meinen Sohn hängen lassen, um Karriere zu machen, wenn das die Reihenfolge ist. Ne? Die Negation sagt, so, ich lasse lieber meine Familie links liegen und kümmere mich darum, dass im Büro alles funktioniert. Ne? So kann man das nochmal auf den Prüfstand stellen. 5 wichtigsten Werte. Jetzt kommen wir zu den Zielen. Eure 3 wichtigsten Ziele. Und die Frage ist, wie klar seid ihr mit euren Zielen? Was sind die 3 wichtigsten Ziele? Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Ab jetzt.
Die drei wichtigsten Ziele. Schon ist die halbe Minute rum. Viele Leute von uns, vielleicht auch also Leute, die ich kenne, vielleicht auch Leute, die ihr kennt, sagen so, ich bin kristallklar mit meinen Zielen. Ne? Vorhin haben wir es gehört, Weltfrieden, Hunger, da gibt es so Sachen, die eben von Bedeutung sind. Bin da ganz kristallklar. Wenn man die Leute unter Druck setzt und sagt, du hast nur eine halbe Minute Zeit, das aufzuschreiben, dann fangen wir an zu stottern. Und wir sind uns gar nicht mehr so sicher, ob der Weltfrieden uns wirklich so am Herzen liegt. Und viele Leute sagen einfach, Geld, Geld, Geld. Ich muss sehen, wie ich meine Rechnung bezahlt bekomme. Ich habe immer gedacht, so, mir liegt der Weltfrieden am Herzen und die Community. Aber wenn ich so gezwungen werde, hart nachzudenken, dann ist das Einzige, was mir einfällt, wie ich mein Bahnticket bezahlen kann, um auf die U-Bahn zu kommen. Wie ich die letzten 5 Tage im Monat noch rüberkriege, wie ich mein BAföG zurückbezahle und meine ganzen finanziellen Herausforderungen. Dass ich mich nicht traue, zu meinen Eltern zu gehen zum Beispiel oder zu meiner Freundin zu gehen und sagen, hier, ich brauche 50 Euro. Und wir haben uns einfach was vorgemacht. Wenn wir sagen, so im Grunde genommen geht es mir um die Umwelt und um den Weltfrieden. Nein, wenn ich unter Druck bin, dann ist das, woran ich denke. Das ist ein Beispiel nach wie vor. Ich sage nicht, dass das bei euch so ist. Aber es kann ganz gut tun, sich das mal genau anzugucken und zu sagen, so, ist das so für mich? Spielt das so eine große Rolle für mich? Geld heilt auch nicht alles, aber auf der anderen Seite, Geld ist auch nicht gerade das Unwichtige. Zig Ziglar hat gesagt, money isn't everything, it ranks right there with oxygen. Ich finde das clever. Ne? Geld ist nicht alles, Sauerstoff auch nicht. Aber ohne wird es eng. Okay, nächste Frage. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du 1 Million Euro gewinnen würdest? Diese Frage zielt im Wesentlichen darauf hin, wenn ihr überhaupt keine finanziellen Verpflichtungen mehr hättet, wenn ihr im Grunde genommen machen könnt, was ihr wollt, was würdet ihr machen, was würdet ihr anders machen? Und bitte nicht aufschreiben, ich würde das Geld anlegen und von den Zinsen leben. Was würde sich an eurem Leben ändern? Das ist die Frage. Was würde sich an eurem Leben ändern? Ich möchte von euch 5 Sachen haben. Ihr habt 90 Sekunden Zeit. 5 Dinge, die sich ändern würden in eurem Leben, wenn ihr 1 Million Euro habt. Was würdet ihr machen? Das Buch schreiben? Ubuntu-Entwickler bezahlen? Draußen? Stellt euch vor, draußen steht ein Milliardär. Der bezahlt euch die Million, wenn ihr 5 Sachen aufschreibt. Sonst gibt's nichts. Okay. Vielleicht hat der eine oder andere von euch aufgeschrieben, dass er kündigen würde. Just a wild guess. Ich rate nur mal so. Dass der eine oder andere sagt, okay, so zufrieden bin ich mit meinem beruflichen Umfeld nicht und ich würde das ändern. Ich würde mir ganz genau überlegen, was ich machen würde, würde vielleicht zurück auf die Schule gehen oder auf die Uni, würde kündigen. Guter Rat, wenn das nur auch im Entferntesten auf eurem Zettel steht, lauft. Lauft so schnell ihr könnt. Zeit ist nicht nur Geld, Zeit ist vor allen Dingen Leben. Und wenn ihr hier in eurem falschen Job eure Zeit verplempert, dann bedeutet das, dass ihr euer Leben verplempert. Schlechte Nachricht, ihr habt nur 1. Nach allem, was wir wissen. Das ist kein Probelauf hier. Das ist der Final Release. It's a Final Release. Also das ist im Grunde genommen die Frage danach, was würdest du machen, wenn es überhaupt keine Beschränkungen mehr gibt in finanzieller Hinsicht. Überlegen wir mal, was passieren würde, wenn wir eine Beschränkung hätten in Bezug auf Zeit. Und zwar stelle ich euch jetzt eine in der Tat sehr schwere Frage. Was würdet ihr tun, wenn ihr nur noch 6 Monate zu leben hättet?
6 Monate, genau 180 Tage habt ihr noch in perfekter Gesundheit, hat euch gestern euer Arzt gesagt. Am 181. Tag fallt ihr tot um. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Ich glaube, der Jingle ist 45 Sekunden. Muss man in den 6 Monaten für seinen Lebensunterhalt sorgen? Die Millionen hast du. Die Millionen hast du. Die Millionen hast du. Wenn man ohne Pulle sonst verhungern würde, dann wäre es ja vielleicht weniger als 6 Monate. Ja, dann hast du so einen Schuss ins eigene Knie. Dann, ja. Wie viel euch einfallen? Sagen wir mal 3. Ich rate gleich mal so was, oder ich teile mal was häufige Antworten sind. Die Erkenntnis aus dieser Frage ist im Grunde genommen, nochmal zu gucken, so was ist wirklich wichtig. Wenn ich mir überlege, wenn ich mich aus dem Alltag rausziehe, aus dem Alltagsgeschäft, das, womit ich mich häufig und alltäglich beschäftige, wenn das mal so das Rauschen mal aufhört, was ist mir wirklich wichtig? Und womit würde ich meine Zeit verbringen, wenn ich nur noch eine gewisse Zahl von Tagen zu leben habe? Und das ist sehr fassbar, 6 Monate. Auf der anderen Seite, wir haben alle nur eine gewisse Anzahl von Tagen zu leben. Die ist hoffentlich größer als das, was hier steht. Aber unsere Tage sind alle gezählt. Wir möchten so viel wie möglich Zeit mit den Menschen verbringen, die ihnen wirklich etwas bedeuten. Ganz selten schreiben die Leute, sie gehen zurück ins Büro und müssen noch ein paar Anrufe erledigen. Oder ist mir noch nie vorgekommen. Ja, die wollen so viel wie möglich Zeit mit den Leuten zu verbringen. Übrigens, für Frauen ist das offensichtlich. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Männern, die sind hier die größeren Sünder. Ja, Männer haben ganz oft ihre Karriere auf der Werteliste, ihre Karriere viel weiter oben als die Familie. Und die Frage, die wir Männer uns hier stellen müssen, ist, müssen wir wirklich vom Tode bedroht sein, um mehr Zeit mit unserer Familie zu verbringen? Ein weiterer Punkt ist, dass wir in der Regel alle Angelegenheiten geklärt haben wollen. Wir gucken nochmal auf den Versicherungsschein, okay, wer kriegt das denn, wenn da was ausgezahlt wird? Oder eine Sache, die ich auch ganz besonders wichtig finde, holt euch einen Organspendepass. Selbst wenn ihr nicht Organe spenden wollt, wenn ihr keine Organe spenden wollt, dann könnt ihr ankreuzen, ich will das nicht. Warum? Weil sonst ihr eure Angehörigen belastet mit dieser Frage, was geschieht mit deinen Organen? Wenn du das nicht regelst, selbst wenn du nicht spenden willst, dann muss das deine Frau oder dein Mann machen. Und überlegt euch mal, was das für eine Bürde ist. Ja, also soll meine Frau darüber entscheiden, will natürlich alles verwahren von mir, ne? Ich würde gerne spenden und jetzt muss sie das entscheiden. Also das sind so Sachen, eure Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Vielleicht nochmal nachgucken, so mit wem habe ich noch eine offene Rechnung und will ich die mit auf die andere Seite nehmen oder möchte ich lieber friedvoll von hier weggehen? Ja, einer hat mal gesagt, er würde seine Kreditkartenlimits ausreißen. Ist auch nicht, ja. Also, nochmal über sein Dispo verhandeln, ja, warum nicht? Und vielleicht eben doch das Buch schreiben oder jedem etwas hinterlassen. Also ich fand das auch eine sehr schöne Idee, dass einer sagt, so alle, die mir was bedeuten, denen hinterlasse ich was. Die finden irgendwann einen Brief in ihrer Wäsche von mir, was ich denen hinterlassen habe und was ich denen immer mal sagen wollte und wo ich einfach vielleicht nicht den Mut zu hatte oder nicht den Schneid hatte, das noch zu sagen, solange ich noch auf dieser Erde gewandelt bin. Und die große Erkenntnis, die ich euch bitte, gerade aus dieser Frage rauszunehmen, wartet nicht 180 Tage. Wartet nicht. Ihr könnt damit anfangen und ihr könnt heute schon mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die euch viel bedeuten. Ihr könnt was hinterlassen und eure Sachen auch in Ordnung bringen. Okay, die nächste Frage. Was würdest du gerne tun, dass du dich noch nie getraut hast? Das ist eine Frage, die mit Mut zu tun hat. Ich wollte schon immer mal, aber da gibt es dann so die Stimmen, die sagen, nee, komm, lass mal, versündige dich nicht, das ist Blödsinn. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, das aufzuschreiben, was ihr immer machen wolltet, aber euch noch nie getraut habt. Noch 5 Sekunden. So, ich glaube, dass jeder
nicht nur hier im Raum, sondern jeder auf der Welt aus einem ganz bestimmten Grunde hier ist. Egal, wie die Bestandteile eures persönlichen Glaubens sind, ob ihr an einen Gott glaubt, an Götter oder einfach an die Naturgesetze, wie auch es immer ist. Ich glaube, dass jeder hier seinen ganz bestimmten Ort hat. Und oft ist die Antwort, was ist eigentlich meine Aufgabe hier, darin verborgen, vor dem, wo wir uns vorfürchten. Das, wo wir uns am meisten vorfürchten, könnte genau der Grund sein, warum uns, sagen wir mal, der liebe Gott hier auf die Erde getan hat, uns hier draufgesetzt hat. Das bedeutet übrigens nicht, dass das einfach wird. Dass das einfach ist, also das, wofür ihr Angst habt, wenn ihr das umsetzen wollt, dass es einfach ist. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von dem Geiger, von dem Violinisten Wladimir Horowitz. Zu Horowitz ist einmal eine Frau gekommen und die hat gesagt, ich würde mein Leben geben, wenn ich so Geige spielen könnte wie sie. Und Horowitz hat ihr geantwortet, ich habe mein Leben gegeben. Ich habe alles gegeben. Und er hat ihr weiter gesagt, ich glaube das nicht. Du würdest dein Leben nicht geben. Du würdest nicht alle diese Jahrzehnte im Keller verbringen und Tonleitern üben. Du würdest nicht bereit sein, Hornhaut auf deinen Fingern zu haben. Und wir müssen uns überlegen, ob wir auch bereit sind, den Preis zu bezahlen für das, warum wir hier sind und warum wir hier Bedeutung haben. Wir kriegen im allerseltensten Fall was geschenkt. Und ich glaube, wir kriegen immer eine Rechnung dafür. Und wir müssen die Rechnung bezahlen, immer. Wir können die Augen zumachen und weggucken und sagen, so nee, ich bezahle die Rechnung nicht. Ich glaube, spätestens wenn wir in der Situation sind wie der Bischof, kommt die Rechnung auch. Und die schlimmste Rechnung heißt bedauern. Zurückzugucken und zu sagen, hätte ich doch. Nächste Frage für euch. Welche Beschäftigung in der Vergangenheit, welche Tätigkeit hat dir die größte Befriedigung verschafft? Befriedigung im Sinne von Stolz, Freude, Seelenfrieden. Das muss nicht unbedingt eine Tätigkeit sein, die mit deiner Arbeit zu tun hat. Du musst doch nicht mal bezahlt worden werden dafür oder bezahlt worden sein. Was hat dir in der Vergangenheit so viel Spaß gemacht, dass du im Grunde genommen noch viel, viel mehr davon haben willst? 30 Sekunden. Eine einzige, genau. Eine einzige reicht, ja. Wir haben nur 30 Sekunden. Wenn du mehr hast, schreibe. Also. Okay. So, und jetzt kann es sein, dass da was auf eurem Zettel steht, wo ihr denkt, okay, das macht mir zwar Spaß, aber was habe ich denn jetzt davon? Ich will euch ein Beispiel geben. Einer meiner Kunden ist auch, ich bin Business Coach, einer meiner Kunden, der zu mir kam, ist ebenfalls Coach. Und er hat sich überlegt, er will sein Geschäft neu strukturieren. Er war ganz gut im Geschäft, er hat 3 Angestellte, will das aber neu strukturieren, hängt irgendwie fest, er weiß nicht genau, was er machen soll. Mit dem haben wir diese Übung gemacht und haben gesagt, so was macht dir denn wirklich Spaß? Und dann hat er gesagt, wandern. Wandern? Ja, wandern. Wandern. Der ist jetzt Wandercoach. Der ist Wandercoach, der verbringt 6 Monate im Jahr auf der Straße mit seinem Hund, mit seinem Rucksack und mit Klienten. Und die Klienten finden das total klasse, mit dem spazieren zu gehen und so meditativ mit sich von ihm coachen zu lassen. Der hat eine ganz neue Nische entdeckt und die Klienten bezahlen horrende Tagessätze, um mit diesem Typen spazieren zu gehen. Wandern? Wandern, wandern. Also es ist egal, was ihr jetzt auf euren Zettel stehen habt, auch wenn jeder andere sagen würde, niemals. Vollkommen egal. Wenn das ist, was euch die meiste Befriedigung gibt, was euch stolz macht, was euch bewegt, guckt da ganz genau hin. Da könnte der Schatz verborgen liegen. Okay? Die nächste Frage. Angenommen, es gibt überhaupt keine Grenzen. Du hast alle Fähigkeiten. Du reißt dein Jackett ab und da steht das rote S drauf. Du hast alle Kräfte, die du brauchst. Du kannst überhaupt nicht versagen. Du kannst alles erreichen, was du willst. Welcher Tätigkeit würdest du nachgehen, wenn dir sozusagen jemand die rote Pille geben würde? Ihr alle kennt Matrix, ja? Morpheus sitzt vor euch. Blaue oder rote Pille? Und ihr nehmt die rote Pille und ihr guckt euch an, wie tief der Kaninchengraben ist, das Kaninchenloch ist. Welcher Tätigkeit würdet ihr nachgehen, wenn garantiert wäre, dass überhaupt nichts schiefgehen könnte? 20 Sekunden.
Okay, danke dir. 20 Sekunden sind schnell. Diese eine Tätigkeit könnte auch ein Hinweis sein, dass da ein ganz besonderer Schatz für euch verborgen liegt. Denkt immer dran, hier die Überschrift, wie verändert man die Welt? Fängt bei uns selber an. Das könnte genau der Hebel sein, das könnte genau der Ansatzpunkt sein, für eure persönliche Art, die Welt zu ändern, auf eure ganz bestimmte Art und Weise. Gute Nachricht, alleine die Tatsache, dass ihr es aufgeschrieben habt, dass ihr es jetzt aufgeschrieben habt, bedeutet, dass ihr es machen könnt. Ihr könnt das, was ihr euch aufgeschrieben habt, umsetzen. Das ist der Beweis. Der Beweis, dass ihr es aufgeschrieben habt, bedeutet, dass ihr es machen könnt. Jemand hat mal gesagt, der liebe Gott gibt uns keine Probleme, die zu schwer sind, dass wir die nicht tragen können. Das heißt, das, was ihr aufgeschrieben habt, könnt ihr umsetzen. Und vielleicht ist genau da euer Ansatzpunkt drin, um die Welt auf eure Art und Weise zu retten. Und noch ein Hinweis, wenn das Ziel oder diese Tätigkeit, die ihr euch gerade aufgeschrieben habt, nicht so groß ist, dass eure Knie zittern und ihr Herzflattern bekommt, dann braucht ihr auch einen Coach. Ihr müsst hier richtig groß bestellen beim Universum. Die Tätigkeit, die ihr euch aufgeschrieben habt, richtig groß machen. Ihr seid nicht irgendeiner, ihr seid derjenige. Du bist diejenige an dieser Stelle. So, jetzt wird es schwer. Jetzt müssen wir wirklich schwer schreiben. Wir kommen jetzt zum letzten Fragenblock. Und es geht darum, Ziele zu definieren. Und zwar werden wir uns angucken, 10 Ziele innerhalb von 90 Sekunden, rasend schnell, ihr habt kaum 10 Sekunden pro Zielzeit, innerhalb eines Jahres. 10 Ziele innerhalb eines Jahres. Ihr habt 1,5 Minuten Zeit. Schnell schreiben. Zehn Kilometer laufen in einem Jahr. Dreimal die Woche trainieren gehen. 5.000 Euro auf dem Konto haben. Und nie wieder anpacken müssen, weil die anderen Finanzen in Ordnung sind. Meinen eigenen Blog anfangen. Meine Bewerbungsunterlagen zusammensuchen. Endlich den einen Anruf machen. Endlich mit dem Menschen reden, der auf meinen Anruf wartet. Denkt dran, wenn ihr so seid wie alle anderen, dann gibt es einen Menschen, mindestens einen Menschen in eurem Umfeld, der darauf wartet, dass ihr ihn anruft. Das könnte ein gutes Ziel sein, diesen Anruf zu machen. Es gibt einen Brief, den ihr schreiben müsst, dringend. So, und das Schöne daran, wenn man die Ziele so aufschreibt, wie sie hier stehen, spezifisch, also so genau wie möglich, das heißt nicht, ich möchte einen Sportwagen fahren, sondern ich möchte 911 Carrera 4S Basalt schwarz mit Bose Soundsystem. Muss jetzt nicht unbedingt ein Ziel sein, was man in 12 Monaten erreicht, aber sagen wir mal in 5 Jahren, wie auch immer. Sie müssen in der Gegenwart formuliert sein. Ich laufe 10 Kilometer. Jeden Sonntagmorgen laufe ich 10 Kilometer. Nicht ich werde irgendwann mal 10 Kilometer laufen. Ich laufe 10 Kilometer. Und Sie müssen positiv formuliert sein. Ihr könnt euch kein Ziel setzen, was im Negativen formuliert ist. Zum Beispiel, ich verliere Gewicht. Ich verliere Gewicht, das ist ein negativ formuliertes Ziel. Warum? Was macht man, wenn man etwas verliert? Man sucht danach. Ja, man sucht danach. Ne? Also deshalb nehmen die Leute zu, weil sie Gewicht verlieren wollen und danach suchen. Der Jojo-Effekt. Oder ich will aufhören zu rauchen. Das ist ein Nein, das ist ein negatives Ziel. Das ist wie auf der Autobahn rückwärts im Spiegel fahren. Das geht nicht. Sondern ich habe einen guten Körpergeruch, ich habe eine freie Lunge und ich kann lange und ausdauernd laufen. Das ist die Konsequenz, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Und so sollten die Ziele formuliert sein. Und das Schöne daran ist, selbst wenn ihr jetzt keine 10 Ziele aufgeschrieben habt, ihr werdet euch wundern, wenn ihr diese Übung nochmal in Ruhe macht und 10 Ziele aufschreibt, ihr werdet euch wundern, was auf den Weg gebracht wird. Alleine die Chance, die Ziele zu erreichen, verzehnfacht sich
Durchs Aufschreiben. Durch das Aufschreiben ist das so, als ob die Hand und das Gehirn eine magische Verbindung eingehen und auf einmal fangen sich Dinge an zu materialisieren. Einfach nur, weil man die vor sich sieht. Und ihr könnt die Liste weglegen und verlieren und wenn ihr die in 11,5 Monaten wieder seht, dann müsst ihr euch hinsetzen vor Schrecken, weil so viel von dem, was ihr euch aufgeschrieben habt, schon erledigt ist und passiert ist. Aber da fängt es an, aufschreiben und so klar und spezifisch wie möglich formulieren. Ein einziges Ziel von dem, was ihr euch gerade aufgeschrieben habt. Welches von diesen Zielen hätte die größte Auswirkung auf euer Leben? Was würde die größte Änderung machen, wenn ihr dieses Ziel sofort angebt? Der eine Leuchtturm, an dem ihr sofort, von mir aus morgen oder nach der UboCon, anfangen könnt zu arbeiten. Welches Ziel hätte die größte Auswirkung? 20 Sekunden. Und jetzt geht es darum, nicht zu warten, bis die 180 Tage vorbei sind, nicht zu warten, bis die 1 Million geschenkt wurde, sondern sich genau dieses Ziel vorzunehmen und spätestens morgen daran anfangen zu arbeiten. Schritt für Schritt immer ein kleines bisschen weiter. Die Größe eurer Schritte, und das ist kein einfacher Spruch, kein Motivationsspruch, die Größe eurer Schritte spielt keine Rolle, solange die Richtung stimmt. Das heißt, macht euch auf den Weg, um dieses eine Ziel umzusetzen. Und damit komme ich zur letzten Frage, zur allerletzten Frage. Und das ist die Frage, mit der wir im Grunde genommen auch eröffnet haben. Warum bist du hier? Und mit hier meine ich nicht die UboCon. Warum bist du auf dieser Welt? Jeder hat einen Sinn, einen Grund, warum er auf dieser Welt ist. Und unser Job auf dieser Welt als Erdenbürger ist es, genau diesen Grund herauszufinden. Es gibt etwas, was nur du machen kannst und kein anderer. Warum bist du hier? 30 Sekunden. Was ist deine Aufgabe auf diesem Planet? Vielleicht ist es, den besten Kernel der Welt zu schreiben. Vielleicht ist es, die Welt ein kleines bisschen besser machen. Kleines bisschen besser machen, als wir sie vorgefunden haben. Okay, ich hoffe, diese Ideen, diese Fragen haben euch dazu angeregt, nochmal genau hinzuschauen, wo ihr selber unterwegs seid, was für euch wichtig ist. Ich möchte zum Ende kommen und ich muss leider mit schlechten Nachrichten schließen, denn wenn es euch so geht wie den meisten, dann habt ihr festgestellt, es gibt echt viel zu tun. Also um klar zu werden, um aus diesem dunklen Raum rauszukommen, um diese Erkenntnis zu haben, die der Bischof auf seinem Sarg stehen hat, gibt es wirklich viel zu tun. Persönlichkeitsentwicklung, Ziele zu definieren, seine Werte zu erkennen, ist harte Arbeit. Motivation ist harte Arbeit. Die Leute denken immer, Motivation ist Party und auf dem Stuhl stehen und mit Fähnchen winken. Nee, ist nicht mehr. Das ist total verbrannt. Motivation ist harte Arbeit, sich rauszufinden, warum bin ich hier und was treibt mich an. Auf der anderen Seite gibt es auch gute Nachrichten, denn alles das, was ihr aufgeschrieben habt, sind Dinge, die ihr erreichen könnt. Das heißt, es muss keine Fantasie bleiben, es kann sich alles materialisieren und in diesem Leben für euch Wirklichkeit werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, alles ganz gut und schön, ich möchte gerne ein praktisches Beispiel haben, wo ich das denn jetzt anwenden kann. Okay, bringe ich euch mit. Personalerin. Typische Situation, die alle von euch in diesem Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit noch erleben werden. Personaler sehen nett aus, stellen aber ganz fiese Fragen. Stellen ganz fiese Fragen. Die könnten zum Beispiel die Fragen stellen, sagen Sie mal, warum sollten wir Sie eigentlich einstellen? Bei einer Bewerbung. Warum sollten wir ausgerechnet Sie von allen 23 Bewerbern, die sich hier angemeldet haben, warum sollten wir Sie bezahlen und Sie hier einstellen? Und aufgrund dessen, was ihr heute über euch erfahren habt, ist eine Sache, die ihr sagen könnt, zum Beispiel, ich weiß, dass in der Welt nicht alles in Ordnung ist. Und ich habe sogar die Vermutung, dass in der Organisation nicht alles in Ordnung ist. Aber ich weiß, wo ich anfangen muss. Und was glaubt ihr, was so ein Satz für einen Eindruck hinterlässt im Vergleich zu den anderen 23 Bewerbern? An wen werden die sich erinnern? Ja, an wen werden die sich erinnern? Und Leute sagen, ja, genau, das brauchen wir. Wir brauchen einen, der die Eigenverantwortung erkennt und die Verantwortung übernimmt und erstmal vor sein. Mutter Teresa hat schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehren würde, dann wäre die Welt ein sauberer Ort. Aber wir zeigen allzu gerne auf die,
auf die Haustür von den anderen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht und ich denke, wir sehen uns 2013 wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.